Heute werden wir über die unsportlichsten und respektlosesten Momente in der Geschichte des Fußballs sprechen. Leider fügen diese Momente, in denen der Name Fairplay nicht erwähnt wird, dem Fußball und insbesondere dem Sport großen Schaden zu. Lassen Sie uns ohne Zeitverlust zu diesen respektlosen Momenten im Fußball übergehen. Eins. Wir beginnen unser Video mit Leo Messi, der dafür bekannt ist, ein sanfter und respektvoller Fußballer zu sein. Allerdings konnte Messi in einem Spiel seine Nerven nicht mehr kontrollieren und spuckte auf seinen Gegner, Duda. Die Momente aus diesem Fairplay spiegelten sich so in der Kamera wider. 2. Der uruguayanische Fußballer Luis Suarez hatte ein interessantes Merkmal. Er beißt seinen Gegner während des Spiels, was ihn wütend macht. Hier sind die drei besten Beispiele für diese Situation. Das ist ein sehr interessantes Merkmal, oder? Was sagt ihr dazu? 3. Cristiano Ronaldo schlägt hart gegen seinen Real Betis Gegner. Nach dieser Intervention von Ronaldo gingen die Fußballer von Betis weiter aufeinander los und das Feld war plötzlich gemischt. Sehen wir uns diesen respektlosen Moment nochmal genauer an. 4. In der Partie Internacional Jipiranga Erechim, die in Brasilien ausgetragen wurde, zeigte Fabrício Silva eine Geste gegenüber der Protestierenden. Fabrício, der die Geräusche, die von der Tribüne aufsteigen, wenn er den Ball erhielt, nicht ertragen konnte, gestikulierte in der 63. Minute. Später wurde Fabrício, der von dem Schiedsrichter eine rote Karte erhielt, noch nervöser, zog sein Trikot aus und verließ das Spielfeld. 5. Nun wollen wir Arsene Wenger und Jose Mourinho im Londoner Derby erwähnen. Es gab eine sehr ernsthafte und hitzige Diskussion zwischen den beiden erfahrenen und berühmten Trainern, so sehr, dass die beiden Trainer trotz des Eingreifens des Schiedsrichters weiterstritten. 6. Arsene Wenger ist die Auseinandersetzungen am Spielfeldrand eigentlich gewöhnt. Im November 2006 stritt er sich in Upton Park mit dem Manager von West Ham United, Alan Pardew. Hier sind diese respektlosen Momente. 7. In der letzten Minute von Atletico Madrid Real Betis faulte Antonio Amaya zuerst, dann spuckte er dem gegnerischen Team Diego Costa ins Gesicht. 8. Pepe, der mit seinen harten Fouls und den unsportlichen Bewegungen auf der Tagesordnung steht, kickte 2017 mehrmals seinen Gegner Francisco Casquero. Auch wenn seit diesem Ergebnis Jahre vergangen sind, hat es seinen Platz in der Erinnerung behalten. 9. Nach dem Spiel Mailand gegen Tottenham in San Siro ist der mailändische Fußballer Gattuso fast schon empört. Nach dem Spiel griff Gattuso den Assistenten des Cheftrainers von Tottenham an. 10. Eric Cantona hat vor Jahren einen Fan getreten. Der Moment, der den Fußball schockierte. Cantona sagte nach Jahren, dass er seinen Kung-Fu-Tritt nicht bereut habe, weil der Fan rassistische Worte zu ihm sagte. 11. In der 80. Minute des Spiels zwischen Chelsea und Swansea in der englischen Liga trat Eden Hazard den Ballsammlerjungen mit der Begründung, er habe den Ball nicht gegeben. Über diese unsportliche Reaktion von Hazard wird seit vielen Jahren gesprochen. 12. Jetzt werden wir über einen Spieler sprechen, der sich selbst gefoult hat. Der Spieler namens Brain Carrasco hat sich selbst gefoult, indem er das Gesicht seines Gegners schlug. Sehen wir uns diese seltsamen Momente nochmal gemeinsam an. 13. Bei der Euro 2016 gab es einen sehr interessanten Moment in der 88. Minute des Spiels zwischen Portugal und Frankreich. Quaresma machte einen unsportlichen Zug auf seinen Gegner Cossellini und machte ihn damit sehr wütend. 14. Wir sind am Ende unseres Videos angelangt, in dem wir über die respektlosen und unsportlichsten Momente in der Fußballwelt geredet haben. Vergesst nicht, uns eure Meinung in die Kommentare zu schreiben.